Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Zweite Bundesliga heute mal am Mittwoch. Bleibt sportlich fair in den Kommentaren. Und jetzt geht's los mit Kiel gegen Hannover. Viel Spaß! Holstein Kiel und Hannover 96 sind beide nicht gut in die Saison gestartet. Aus hannoveranischer Sicht ist das aber noch ein wenig ärgerlicher, denn man hatte sich durchaus erwartet, schon von Beginn an oben mitzuspielen. Bislang sieht es noch nicht gut aus. Jetzt unter Edgar Pripp dann hier die erste Möglichkeit. 11. Spielminute. Aluminiumtreffer Nummer 1. Reimann fliegt vergeblich. André Schubert bei Kiel musste seinen Platz räumen. Holstein Kiel also neu aufgestellt. Und nun auch das erste Mal nach vorne. Jaesung Lee. Da fehlt wirklich nicht viel in der 21. Spielminute. Ordentlicher Versuch. Aber trifft nur das Gestänge des Tores. Es war eine offene Partie zweier norddeutscher Mannschaften. Muslia wird geschickt. Ist im Strafraum und zieht dann aus spitzem Winkel selber ab. Mit etwas besserer Präzision hätte der noch gefährlicher werden können. So hat keine Probleme. Reimann hier ist wieder auf der Hut. Vom Seitenwechsel wurde Hannover nochmal etwas stärker. Korb legt in die Mitte. Aogo wieder von Beginn an dabei. Genki Haraguchi und da war der Treffer. 38. Minute, das 1:0 für die Gäste. Schöner platzierter Schuss. Keine Chance, das zu verhindern. Zumindest nicht mehr in der letzten Instanz durch Reimann. Zweiter Durchgang, Holstein Kiel wollte schnell ausgleichen. Baku legt rüber zu Injovski. Der Außenverteidiger mit nach vorne gerückt in dieser Szene. Kann er aber noch nicht erfolgreich werden. Die Anfangsphase im zweiten Durchgang richtig stark bei Kiel und dann Jani Serra mit dem vermeintlichen Ausgleich. Doch er stand im Abseits. Knapp aber richtig, das Knie ist deutlich voraus. 10 Minuten bis zum Ende noch. Jaesung Lee mit der Flanke. Franke kann es erstmal klären. Doch Kiel bleibt drauf in dieser Szene. Seo legt per Kopf zu Jani Serra. Der nächste Ball in Jovski und er ist wieder im Tor und es ist wieder abseits. Wieder haarscharf. Aber auch wieder die richtige Entscheidung. Hannover 96 mit viel Glück in dieser Phase nicht den Ausgleich kassiert zu haben. Und dann Cedric Teuchert eiskalt zur Entscheidung in der ersten Minute der Nachspielzeit. Die Störche hätten, wie gesagt, den Punkt auf jeden Fall durchaus verdient gehabt. Doch die Gäste waren effizienter und vielleicht sogar etwas glücklicher im Abschluss. Und so schlagen sie am Freitagabend Holstein Kiel mit 2:0. Nach der Pleite am Montagabend gegen den FC St. Pauli galt es für den Hamburger Sportverein, den FC Erzgebirge Aue zu Hause natürlich ernst zu nehmen, aber dennoch zu schlagen. In der klar favorisierten Rolle sollte die Rauten-Elf gegen die Lila Veilchen von Beginn an auch hier dementsprechend auftreten. Aaron Hunt in der 5. Spielminute mit der ersten Möglichkeit. Heute seit langem mal wieder in der Startelf dabei. Wurde in der Pause gegen den FC St. Pauli eingewechselt, setzte auch einige gute Akzente, umdrehen konnte er das Blatt dann aber nicht mehr. Dennoch der HSV hier deutlich besser, Aue spielte erstmal nur kompakt in der Defensive. Dennoch gab es immer wieder kleinere und größere Möglichkeiten. Hier ist es Lukas Hinterseher, der Martin Meddel mal testet. Doch der Keeper von Erzgebirge Aue kann den ganz locker abfangen. Nun auch mal die Gäste und dann muss Heuer Fernandes direkt mal eingreifen. 24. Spielminute,
Ein wuchtiger Schuss aus der zweiten Reihe. Der hätte durchaus gepasst. Vor dem Seitenwechsel nochmal eine Standardsituation für den HSV. Das Rick van Drongelen kommt auch zum Kopfball. Setzt diesen jedoch etwas zu hoch an. In der Vorsaison tat sich der HSV gegen Aue zu Hause auch extrem schwer. Am Ende stand ein hart erkämpftes 1:1. Im zweiten Durchgang Aue mit dem besseren Start. Tom Baumgart auf der Außenbahn mit Strauß, der den gesperrten Rizzuto vertrat. Baumgart mit der Flanke und Testrot nickt das Ding ein. 55. Minute, das erste Saisontor für den Mittelstürmer. Und Entsetzen beim Hamburger SV. So viel Spielkontrolle. Jetzt mussten sie aber diesem Rückstand wie in der Vorsaison eben auch schon hinterherlaufen. 20 Minuten nur noch auf der Uhr, dann Kusic mit diesem Querschläger. Mennel ist aber gerade noch so aufmerksam und fischt den raus. Der wäre sonst hinten eingeschlagen. Der HSV erhöhte weiterhin den Druck. Hochscheid mit der Klärungsaktion. Doch sie blieben gleich vorne drauf. Leibold von Wagnoman, der Ball von Hinterseher. Der tragische Derbyheld. Eine Riesenchance vergeben. Ein Tor umstritten, nicht anerkannt. Und hier scheitert er an Männel. Schon in der Nachspielzeit. Die allerletzte Aktion. Naray mit der Flanke und Hinterseher. Dann doch mit dem 1:1. Und ja, ausgerechnet Lukas Hinterseher. Sein drittes Saisontor und da fällt vieles von ihm ab. Ist hier entscheidend dafür, dass zumindest moralisch der Sieg eingefahren werden konnte. Es steht unter dem Strich nur ein Punkt, doch der könnte für eben den Kopf ganz, ganz wichtig werden. Der ist auch verdient. Der FC Erzgebirge Aue ärgert sich sicherlich, kann trotzdem mit diesem Punkt auch wiederum gut leben. Der VfL Osnabrück ist durchaus gut in die Saison reingestartet. Man ist mit einigen Siegen gut dabei, aber so Pleiten wie gegen den FC Erzgebirge Aue, die sind trotzdem immer noch einkalkuliert. Hier hatte der FC St. Pauli die erste Möglichkeit noch, euphorisiert vom Derby-Sieg, spielten sie hier zunächst dominant und besaßen eben die ersten Möglichkeiten. Der anschließende Eckstoß. Marvin Knoll legt sich den Ball zurecht und bringt ihn dann auf den Elfmeterpunkt. Und Östigard steigt am höchsten und nickt ein. 10. Spielminute. Die Führung für die Gäste. Der Innenverteidiger seit einigen Spielen dabei ist hier erfolgreich. Und St. Pauli setzte nach. Der VfL Osnabrück wirkte an diesem Sonntagmittag nicht ganz auf der Höhe. Mats Möller-Deli zu Diamantakos. Und der 1:0 Derby-Torschütze macht hier in der 38. sein fünftes Saisontor, stellt auf 2:0 und schoss so die verdiente Halbzeitführung heraus. Und im zweiten Durchgang wollten sie da weitermachen. Wieder Diamantakos. Doch sie verpassten es, den Sack zuzumachen. Den trifft der Grieche suboptimal. VfL Osnabrück tat sich schwer, gab sich aber dennoch nicht auf und kam 10 Minuten vor dem Ende nochmal über die linke Seite mit Henning. Der legt sich den Ball dazu, einfach um Olsen herum und dann der Kopfball von Marc Haider. 80. Minute, das erste Saisontor für den Mittelstürmer. Doch mehr als diese Ergebniskosmetik kam nicht mehr bei rum. Der FC St. Pauli zittert sich über die Ziellinie, sichert sich unter dem Strich, aber verdient hier die 3 Punkte an der Bremer Brücke.
Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Wir schauen noch einmal kurz auf die Ergebnisse und auf die Tabelle. Könnt gerne Stopp drücken. Ich habe leider nicht so viel Zeit, deswegen alles hier kurz und kompakt. Ansonsten lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.